Das Vogelkraxelrennen auf der Afflenzer Bürgeralm 2018. Neben dem Babylift super präpariert und vorbereitet mit verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Das wollen wir euch jetzt zeigen. Herzlich willkommen beim Vogelkraxelrennen auf der Afflenzer Bürgeralm. Und wir kommen nun auch schon zu dem spektakulärsten Herausforderung an diesen Vogelkraxelrennen, an der sogenannten Todesspirale, wo ihr mit einem Höchstmaß an Geschwindigkeit eintreten müsst, mit einem Schwung durch, in die Schlucht, durch den Tunnel und wieder heraus. Super gemeistert, ganz toll gemacht, super. Und jetzt können wir von oben her erkennen, wie unser einer der Jüngsten mit Vollschwung herunter sich durch die Kurven durchschlängelt. Jetzt noch eine Rechtskurve mit Vollschwung. Hups, das war ein kleiner Sturz, kein Problem. Aufgestanden, 1, 2, 3 und es geht weiter. Mit neuem Schwung hinein in die Kurven, 1, 2, 3 und jetzt mit voller Energie in die Todesspirale hinein am Ansatz, am Höhepunkt und kommt nun in die Schlucht, verschwindet und kommt unten beim Tunnel wieder raus. Super, hervorragend gemacht. Und jetzt nochmal ein Überblick über die Piste, obwohl der nächste Teilnehmer schon wieder mit Vollelan im Schuss die Piste bestreitet. Jetzt an dieser sehr gefährlichen, kritischen Stelle gut gemeistert, sturzfrei durchgekommen, super, die letzten drei Bügelchen vor der Todesspirale und es ist fast geschafft mit Vollschwung in der Hocke und tauchend kommt der junge Teilnehmer auf den Höhepunkt der Todesspirale hinauf, wiederum hinein in die Schlucht und mit Speed hinein und gut durchgekommen. Herzliche Gratulation, echt toll. Ein kleiner Überblick über die Afflenzer Bürgeralm, die Streckenposten und die Skifahrer, die das dann natürlich auch versuchen wollen, voll durchzukommen mit einem tollen Zeit heute auf der Afflenzer Bürgeralm beim Vogelkraxelrennen. Einen kurzen Überblick über die super präparierten Pisten. Die Vorbereitung zu diesem Rennen war einfach einmalig. Ein Zusammenarbeiten von Maschine und Mensch und Kreativität hat sich diese tolle Todesspirale hier heraus ergeben. Ein Applaus an alle, die hier mitgeholfen haben. Jetzt noch ein kleiner Rundblick von der Afflenzer Bürgeralm, von unserem kleinen, aber feinen Skigebiet. Hier sind die Pisten nochmal, die Hütten schön verschneit mit der Todesspirale im Mittelpunkt drinnen. Jetzt warten wir noch auf die zwei letzten Snowboarder, die Todesspirale mit einem Schwung durchziehen. Super gemacht und gut rausgekommen.
Und im Anhang noch ein Skifahrer, der das auch versuchen möchte, mit einem tollen Speed hinein, elegant gelöst, durch den Tunnel und wieder raus. Noch ein kleiner Überblick, bei der Todesspirale haben sich nun alle Teilnehmer eingefunden und begutachten nochmal den ganzen Parcours. Herzlichen Dank an die Unterstützung der einzelnen Teilnehmer, die das möglich gemacht haben. Von der Afflenzer Bürgeralm das Buggelkraxenrennen 2018. Einen herzlichen Dank an den Veranstalter und an euch alle, die dieses Event erst möglich gemacht haben und zu einem super tollen Erlebnis auf der Afflenzer Bürgeralm. Oh.